Bei den Plänen, denen der Stadtrat bereits zugestimmt hatte, soll auf der Ludwigsbrücke auf eine Fahrspur pro Richtung reduziert werden. Der so gewonnene Platz soll Radfahrern und Fußgängern zugutekommen. Wenn wir eine Verkehrswende wollen, dann müssen wir die in der ganzen Stadt machen. Diese Ludwigsbrücke, die wird gebaut, wenn das jetzt umgebaut wird, für die nächsten 20, 30, 40 Jahre. Wenn man jetzt hier warten würde, natürlich ist es wichtig, dass man auch gleichzeitig öffentliche Verkehrsmittel ausbaut, die Bedingungen für den Radverkehr verbessert. Aber jetzt hier sozusagen das Gleiche wieder zurückzubauen nach einem Jahr Baustelle, das würde heißen, dass ich für lange diesen Zustand fortschreibe. Der Bauausschuss sollte jetzt die Anschlüsse absegnen, die noch für die Ludwigsbrücke hätten angepasst werden sollen. Weil aber die ÖDP fehlte, gab es keine politische Mehrheit für die SPD und die Grünen. Die CSU war den Plänen gegenüber von Anfang an kritisch. Die Ludwigsbrücke ist wie gesagt so breit, dass man ohne Probleme bequeme breite Radwege, bequeme breite Fußgängerwege, die Straßenbahn und zwei Autospuren in jede Richtung unterbringen kann. Und wenn man weiß, wie der Verkehr dort jetzt schon ist, wird eine Reduzierung auf eine Fahrspur in jede Richtung zu einem Verkehrskollaps führen. In der Vollversammlung des Stadtrats in 2 Wochen könnte es jedoch schon wieder anders aussehen. Dort fällt dann die endgültige Entscheidung. Gestern gab es anscheinend wohl Spielereien, möchte ich mal sagen, von einigen, die da nicht überzeugt waren, dass man es so macht wie geplant. Aber ich bin zuversichtlich und sicher, dass es in der Vollversammlung dafür eine Mehrheit gibt. Für uns ist ganz klar, wir brauchen diese Sanierung. Die Kosten für die Sanierung der Ludwigsbrücke betragen rund 25 Millionen Euro. Die Instandsetzung soll in den Jahren 2020 und 2021 erfolgen.